Bei den Schlager-Champions 2020 gaben Florian Silbereisen, 38, und Thomas Anders, 57, eine der größten Überraschungen des Schlagers bekannt, die Aufnahme eines gemeinsamen Duettalbums mit Veröffentlichung im März. Selbstverständlich waren die Fans ganz aus dem Häuschen und fieberten den Songs ihrer Schlagerlieblinge sehnlichst entgegen. Das heißersehnte Album sollte am 13. März 2020, also einen Tag vor Florian Silbereisens Schlager-Love-Story, erscheinen. Doch nun ist Silbereisens Show aufgrund des Coronavirus abgesagt worden. Dies ist nicht nur besonders tragisch, weil Stefan Mross, 47, und Anna-Karina Wojcik, 27, sich in der Show öffentlich das Ja-Wort geben wollten, auch Silbereisen und Anders wollten ihr neues Album auf der Bühne präsentieren. Ist das gemeinsame Album nun geplatzt? Thomas Anders sagt ... Ich bedauere die Verschiebung der Schlager-Love-Story 2020, habe aber auch Verständnis für diese Entscheidung des MDR. Wir hatten einen großartigen Auftritt in der Sendung geplant, um unser gemeinsames Album zuerst in Florians Shows zu präsentieren, zwinkerndes Gesicht. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Album erst in, schwarzes Ausrufezeichen, Juni, schwarzes Ausrufezeichen, zu veröffentlichen und dann gemeinsam mit dem Publikum zu feiern. Barty Popper, Musiknoten: Im März 2020 wird es zumindest nicht mehr erscheinen. Die Plattenfirma hat nun entschieden, die Veröffentlichung des Albums einen Tag vor den Nachholtermin der Schlager-Love-Story zu legen, die am 6. Juni live in Halle ausgestrahlt wird. Warum das Management so entschieden hat, ist leider nicht bekannt. Hoffentlich kommt das Album der beiden Schlagerstars auch wirklich zustande.